herzlichen Dank an das Duo Roots House. Vor der Musik habe ich Ihnen ja von dem 5.8. erzählt, nächste Woche Dienstag. An Ihren Reaktionen habe ich den Eindruck, ich muss es eigentlich gar nicht nochmal wiederholen, um Ihnen das in das Gedächtnis zu rufen. Wer sich da frei nehmen kann, habe ich den Eindruck, kommt sowieso. Also, dann sage ich es nicht mehr. Aber was ich tun möchte, ist Ihnen ganz herzlich danken für Ihre regelmäßigen Spenden. Das sage ich auch jetzt erst gegen Ende, nein, nicht immer gegen Ende, so zur Hälfte der Demo erst, wo viele von Ihnen sowieso schon gespendet haben. Sie wissen, dass durch Ihre regelmäßigen und wirklich, wirklich regelmäßig eintreffenden Spenden bei den Montagsdemos und bei der Mahnwache wir diesen ganzen Zirkus, diesen Demo-Zirkus mit der heutigen Nummer 231 überhaupt erst veranstalten können. Herzlichen Dank dafür, sonst wäre das nicht möglich. Vielen Dank. Hält, können wir gerade weitermachen. Wir kommen nämlich jetzt zu einer weiteren Käsesorte. Wir hatten es vorher schon mal von Käse, den wir brüsk und entschieden zurückweisen werden. Kommen wir jetzt zu den blauen Rohren für das Grundwassermanagement. Hans Heidemann von den Ingenieuren 22 berichtet nun von Neuigkeiten zum braunen Rostwasser in den blauen Rostrohren und der Rolle des städtischen Amts für Umweltschutz. Hans Heidemann macht dem Amt für Umweltschutz und dem verantwortlichen Bürgermeister Matthias Hahn von der SPD den Rost runter. Aber ganz gewaltig, Hans Heidemann!